Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und heute machen wir ein Unboxing-Video. Hinter mir habe ich ein brandneues Thomann-Paket gerade bekommen und das machen wir jetzt zusammen auf. Ich mag Thomann. Wieder aufmachen. Was wir heute machen, ist ein Unboxing-Video von dem Warwick Rockboard. Na gut, und noch von Volume Pedal. Okay, und da ist es. So, was haben wir noch? Boss FV 500. Und Kärtchen. Patchkabel, Okay, alles klar. Dann fangen wir mal an mit Warwick Rockboard. So, ich hoffe, dass meine V-Cam das jetzt alles so schön hinbekommt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben natürlich ein tolles Messer dafür noch. So, dann machen wir das Ding mal auf. Ja. Okay, also hier sehen wir natürlich schon, das ist die Big Bang Fassung. Wir schätzen hier mal heraus. So, alles klar. Also, hier der Big Bang. So, erstmal muss man natürlich sagen, der Kickback sieht natürlich schon mal sehr robust aus. Das ist schon mal absoluter Pluspunkt. So, dann schauen wir mal einfach rein. So. Okay. Also, hier haben wir nun also einen Gurt, damit wir den Kickback auch transportieren können. Wir haben Velcro und wir haben, was ist das? Oh, wir haben Kabelbinder, nicht schlecht. Und wir haben natürlich auch das Montagekit für den Powerplay oder für euer Voodoo Lab, einfach für euer Netzteil. So, und hier ist das Board, natürlich hier. Knisterfolie, wow. Okay, also, hier ist das Board. So, was ich erstmal sagen muss ist, es fühlt sich wirklich sehr, also es ist sehr rau. Es ist sehr schön verarbeitet, schön verschweißt und ja, also ich denke mal, es hat auch relativ breite Streben hier, ganz einfach, damit auch Mini-Paddles Platz haben. Jetzt machen wir noch den kurzen Test. Ja, also es hält. Es knackt nicht. Jo. Ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Und das nächste Video ist darüber, wie ich das kleine Ding einfach mit meinen Paddles vollpack. Macht's gut!